Zurück auf die Landstraße, wo sich Patrick mit den Kurven duelliert. Der John Cooper Works bläst zum Angriff, obwohl der 1,6-Liter-Motor erst einmal Skepsis hervorruft. Da denkt man ja, naja, Turbomotor, das ist so vom Ansprechen nicht ganz so gut gelöst. Aber man hat im Prinzip durch die Abgasluft vom Krümmer geht in den Turbolader und wird im Prinzip reingeblasen. Und da man da zwei Luftkanäle gemacht hat, ist immer unterschiedlich, welcher Motor gerade ab, also welcher Kanal abbläst und welcher nicht, ist einfach von der Gasannahme viel, viel spontaner, viel direkter. Und man hat null Empfinden, dass man so eine Beschleunigungsschwäche hat. Hinzu kommt, dass man mit der Sporttaste das Ganze noch ein bisschen auf Sportlichkeit trimmen kann. Gasannahme ist direkter, auch die Lenkung wird noch ein bisschen spitzer. Super klasse. Macht unter dem Strich eine Gesamtleistung von 211 PS. Wer es fliegen lassen will, steckt die Tachonadel ohne Probleme an die 238 km/h-Marke. So viel Power verteilt auf zwei schmale Vorderräder führt oft zu Enttäuschungen. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich kein Fronttriebler-Freund. 260 Newtonmeter, mein Overboost 280, die an der Vorderachse zerren, das reißt am Lenkrad und irgendwie drehen nur die Räder durch. Bei Mini hat man gesagt, wir entgehen dem, indem man einfach eine elektrische Sperre reinbauen. Sprich, das Rad, das durchdrehen möchte, wird abgebremst und somit kriegt man die Traktion auf die Straße. Ganz gut eigentlich. Man könnte das Ganze mechanisch lösen, aber man hat sich aus Kostengründen für die elektrische Variante entschieden und das funktioniert. Leistung ist also genug da und der Frontantrieb steht unter elektronischer Herrschaft. Wie gut das funktioniert, merkt der Cooper Works Fahrer bei jedem Richtungswechsel. Die Straßen können gar nicht eng genug sein, um ihn hier irgendwo an seine Grenzen zu bringen. Der John Cooper ist direkt wie ein Einrad. Die Abstimmung des Fahrwerks ist im Vergleich zur kleineren Variante Cooper S nochmal geschärft. Was dem Mini zugutekommt, ist schon dieses Ursprungsprinzip. Dafür wurde sogar mal einer geadelt. Einfach, dass an jeder Ecke des Autos ein Rad zu sein hat. Also man hat kurze Überhänge. In der Kompaktheit des Autos macht das aber trotzdem einen sehr kurzen Radstand. Und man hat sich nicht zu eins hinleiten lassen, dass man sagt, das muss alles so ein gefälliges Fahrverhalten sein. Das ist im ersten Moment ein bisschen ungewohnt. Also wenn man einlenkt und das geht richtig spitz um die Ecke und die Hinterachse ist nicht dann so träge und bringt ein Untersteuern zutage, sondern lässt mitlenken das Ding richtig, richtig in Bewegung kommen. Und das ist das, was es ausmacht. Das ist das, was es ausmacht, Mini zu fahren. Ich meine, nicht umsonst hat man dreimal Rallye Monte Carlo gewonnen. Mit einem vermeintlich kleinen Auto, aber aufgrund der Wendigkeit, aufgrund der ganzen Fahrdynamik. Und wenn es ein bisschen widrig war von den Umständen, hat man den Großen aber mal richtig den Arsch versohlt. 1961, nur zwei Jahre nachdem Alec Isigonis mit dem ersten Mini den Alltagsverkehr revolutionierte, brachte John Cooper die erste modifizierte Weiterentwicklung auf die Straße. Der Mini Cooper war geboren. 1964 bis 67 feierte der Cooper S goldene Zeiten bei der Rallye Monte Carlo und holte insgesamt dreimal den ersten Platz. Das ist jetzt schon fast 50 Jahre her. Trotzdem hat der John Cooper Works sich gegen die Komfortpfunde der Neuzeit gewehrt. Er hat immer noch Biss. Bremsen ist so ein Thema beim Kleinwagen. Beim Mini kein Bremsfading, das ist immer der Druck auf dem Pedal da. Man kann es gut dosieren und wenn man in die Ecke reinbremst, ist auch das ABS nicht gleich überfordert. Er kann es also immer noch. Der Motor geht dank 1,3 Bar Ladedruck wie von Lucifer getrieben. Die serienmäßigen 17 Zoll Reifen beißen sich in jede Kurve. Und das auch noch bei Geschwindigkeiten, die dem Beifahrer den Schweiß auf die Stirn treiben. Trotzdem gibt es auch was zu schlucken. Für einen Kleinwagen mit 1,6 Liter Motor und 211 PS 30.000 Euro auszugeben, das ist schon irgendwie verrückt. Aber der Motor, das Getriebe, der Fahrspaß, der meißelt mir ein breites Grinsen ins Gesicht. Das schaffen normalerweise nur Sportwagen und die kosten mindestens mal das Doppelte. Das war's für heute mit jede Menge Kleinwagenspaß beim Magazin. Ich sage Tschüss.